Stunde des Wiedereintritts von Mercedes in die Formel 1 waren sie dabei. Der Fahrer des Teams, und ich muss schon sagen, wenn ich mich an die vergangenen Saisons... Mitarbeiter gewesen und von allen, die involviert waren, nicht von uns beiden, nur die da vorne vor der Kamera herumhupfen. Ich will jetzt einmal Folgendes sagen, ich war noch nie bei Stars and Cars. Noch nie in meinem Leben war ich hier, habe immer gehört. Weltmeisterschaft, die seit Sochi ja in unseren Händen ist, hier seht ihr ihn und könnt ihn bewundern. Don. 5.600, weil ich war damals als 14-Jähriger zusammen mit Lewis waren wir hier, weil wir waren damals Mercedes-Benz. Said you didn't feel too well yesterday night. The sore throat. Ein bisschen Halsschmerzen. I have tonsillitis. How do you say that in German? Ja, Halsschmerzen, ein bisschen Mandelentzündung sowas. Yeah. And a long tradition. The first one was given in 1914. Ich sage Ihnen gerade noch mal, wie lange wir diese Nadel schon haben. Zusammen mit Dr. Dieter Zetsche und Sie dürfen jubeln im Hintergrund. Wenn wir den Lewis und den Nico und das ganze Fahrerteam hier auf der Bühne begrüßen wollen, von Ihnen einen richtigen. Beim VfB schon gespielt, beim Stuttgarter Kickers seine Spuren hinterlassen. Also aber beim VfB, wer es noch nicht mitbekommen hat. Jetzt sind wir soweit, jetzt erstmal einen ordentlichen Applaus für Hans Beckenbauer und Jogi Nico! Oh, das war aber ganz, ganz knapp daneben. Ja. Zweite Junior damals im Formel-1-Team bei Mercedes-Benz, den wir in der Zeit, als wir mit McLaren in der Partnerschaft zusammen waren, auf die Straße gebracht haben. Das I know alles klar. Alles klar. Wunderbar. Everything's amazing. Well, firstly, just being here with Mercedes, seeing all the people turn up today. This is a day we can give back, and you can get particularly close to the car. But the fans are the reason we know we exist as Formula One. If it wasn't for the fans, we wouldn't be racing. And they really do lift the spirits of myself and the team. And so I'm grateful for the support I get. Ah, ganz toll. Also vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ich hoffe, ihr habt Spaß heute und wir werden eine coole Show liefern, gleich noch mit dem Formel 1 Auto. Ja, und es freut mich natürlich. Ich bin sehr stolz, Silberpfeilfahrer zu sein und dann hier
hier heute zu sein. Ich war als 14-Jähriger hier, als Go-Kart-Fahrer damals und jetzt wieder 15 Jahre später als Formel-1-Fahrer. Das ist sehr besonders für mich. It's a great feeling, you know. The disappointing moments are now behind me, and I'm here really enjoying myself. Happy to give something back to all the fans, you know. And there's a great atmosphere here. I look forward to driving all the cars, and it's very special to be here for me. I was here as a go-kart driver when I was 14, and now 15 years later as F1 driver for the Silver Arrows. Awesome. Ja, zugegeben, wir haben schon eine schwierige Phase hinter uns, aber wir und das Team, wir waren überzeugt mit dem Motor, mit der Technik und mit so einer Mannschaft, wie ihr das seid, da werden wir eine tolle Saison hinlegen. Und so ist es dann auch gekommen. Sowas, muss ich sagen, habe ich noch nie erlebt. Jeder lernt von jedem und das ist das Erfolgsgeheimnis. Ich kann schon sagen, ihr seid ein Stück des Weltmeisterteams und in jedem Mercedes ist ein Stück Formel-1-Technik drin und das ist Erfolg. Ich kneife mich jeden Tag und ich glaube, alles andere wäre auch nicht normal. So eine Saison, wie wir sie hatten, wir haben 16 Mal gewonnen, haben die beiden Titel eingefahren, den Konstrukteurstitel und den Fahrertitel, sind Zweiter geworden mit dem Nico, besser geht's nicht mehr. Das gefällt mir gut, als Weltmeister ist immer leichter lachen, aber so eine tolle Veranstaltung mit so vielen Leuten ist natürlich einmalig zu Hause vor unseren Mitarbeitern, Kollegen, Fans, großartig. Ich glaube, der Tag hat der Saison entsprochen, unsere Fans sind fantastisch hier rund um das Museum. Und haben uns wirklich einen absolut passenden Abschluss für diese Saison geboten. Es war die beste Saison in der Historie von unserem Engagement als Mercedes, aber auch vom Motorsport überhaupt für ein Team. Und das Gleiche kann man, glaube ich, für den Tag hier heute sagen. Ich glaube, etwa 50.000 Zuschauer waren da und haben richtig schön mit uns gefeiert. So gehört es sich. Hart arbeiten und dann richtig schön feiern. Well, I think that was the perfect fit to this great season. This team has written history throughout the last season for Mercedes, but for motorsport altogether. And the fans here, I think about 50,000 who attended this final party, really were living up to that challenge to match that great performance. And they were great. They applauded, they were enthusiastic. And now we just listened to the two drivers. And now I think this is the real finale to a fantastic season. Für mich ist ein schöner Tag, hierher zu kommen. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, weil ich glaube, dass es ein super Abschluss ist für dieses Jahr, für Mercedes, für den deutschen Fußball, für die Formel 1. Alle waren extrem erfolgreich, sind Weltmeister geworden. Und das ist natürlich schon auch eine enge Verbindung vom DFB zu Mercedes oder zu Formel 1. Und da freuen wir uns, wenn wir uns hier sehen und uns so ein bisschen den Leuten präsentieren können. Ich glaube, die Leute haben auch viel Spaß. Ja, denke ich schon. Super Tag. Ich meine, das ist ja nicht nur die Formel 1, sondern Martin Keimer, Jogi Löw, die Nationalmannschaft. Also ist schon schön. Und alle hier mal zusammenzubringen, den Menschen nicht nur die Sportler nahe zu bringen, sondern auch die Autos. Schöner kann man es nicht machen. Das ist eine sehr, sehr schöne PR-Veranstaltung. Also man hat man das schon mal in einem so erfolgreichen Jahr. Die Formel 1 hat bei Mercedes Geschichte geschrieben. Der Fußball hat weitere Geschichte geschrieben mit dem Hauptsponsor Mercedes. Also und das alles hier versammelt über die Formel 1-Fahrer, über Martin Keimer sehe ich hier, den absoluten Weltklasse-Golfer und dann Jogi Löw, Oliver Bierhoff und der Fußballprominenz ist da. Also da, die alle zusammenzubringen, muss ich sagen, Respekt. This is the greatest sports car ever built by anybody. Absolutely magic. It's beautiful to drive and fantastic. Yeah, I mean, if you can get a Mercedes, then you've got a good chance of winning. If you get the Mercedes, then you go out there and fight like hell. Ja, diesen Wagen, den hatten wir als Trainingswagen zu der Mille Miglia. Und den Wagen hier jetzt, den der Stirling fährt, das war unser Einsatzwagen für die Mille Miglia. Nun, das sind natürlich wieder Erinnerungen an unser Team, wo wir begonnen haben, mit dem damaligen Rennleiter Neubauer. Und das Team war damals der Fangio, Juan Manuel Fangio, Karl Kling und meine Wenigkeit. Das war 54 und 55 kam dann Stirling Moss hinzu.